Toll. Um die Besoffenen von der Straße zu kriegen, werden in München auch dieses Jahr wieder Zelte über ihnen aufgebaut. Ja, Happy Birthday Oktoberfest. Im Jahre 1810 gab es die erste dokumentierte Volksnarkose. Schon bald wurde die Wiesen allerdings in den September vorverlegt. Da ist das Wetter einfach besser und der Boden nicht so matschig, auf dem die Gäste schlafen. In diesem Jahr herrscht übrigens erstmalig ein Rauchverbot in den Festzelten. Wobei ich das nicht ganz verstehe. Ist Gesundheitsgefährdung nicht der Sinn der Veranstaltung? Aber egal, nach 200 Jahren rauchfrei, das ist doch super. Dann besteht ja sogar für Helmut Schmidt noch Hoffnung. Wer übrigens nicht selbst vor Ort umfallen kann, kann sich immerhin auf oktoberfest.de etwas umschauen. Da gibt es zum Beispiel 3 Live-Webcams, mit denen Personalchefs bequem von zu Hause nach Bewerbern Ausschau halten können. Und für Besucher gibt es natürlich eine iPhone-App, die einem anzeigt, wie voll die Festzelte sind und wie voll man selber, damit man noch rechtzeitig die Rettungsleitstelle anrufen kann. Wie man beim Leitstellensimulator sieht, muss da ja auch erstmal einiges organisiert werden, bevor der Notarzt losfährt. Und zwar von euch. Allerdings nicht in München, sondern in Ludwigsburg. Denn das hat genau die richtige Größe zum Üben. Und da ist es vielleicht auch nicht so schlimm, wenn euch mal ein Fehler unterläuft. Ich fürchte ja leider, die Besucher werden auf das Rauchverbot aggressiv reagieren. Es will doch keiner zum Rauchen rausgehen, wenn er dann Gefahr läuft, nicht mehr reinzukommen. Deswegen übergibt man sich ja auch im Zelt. Das ist aber auch einfach so lecker, das Weizen. Weißbier. So heißt es, glaube ich, weil die Wirte traditionell viel Schaum zapfen. Aber wichtig ist auf jeden Fall davor was Anständiges zu essen. Zum Beispiel eine Schweinshaxe. Nur bitte keine von Jim Wethje. Die dürfte ziemlich trocken sein. Jims kleiner Zoo hier besteht nämlich ausschließlich aus Muscheln. Die arrangiert er so geschickt, dass sie auf seinen Röntgenfotos später überraschend realistisch unterschiedliche Lebewesen verkörpern. Obwohl Muscheln ja auch selbst schon faszinierende Lebewesen sind. Zu sehen hier in dem sehr amüsanten Animationsfilm Marcel the Shell with Shoes On. In dem plaudert die kleine einäugige Muschel vor einem Kamerateam freimütig aus ihrem Leben. Wobei es ihr schon etwas unangenehm ist, dass ihre Wohnung gerade so unordentlich aussieht. Kommen wir nun zu einem weiteren faszinierenden Lebewesen. Unser Zuschauer des Tages, der Uwe. Leider hatte er nur ein Foto von Keanu Reeves, aber dafür kann ich euch immerhin seinen Blog zeigen. Living the Future. Hier sammelt und notiert er alles, was ihm auf seinen abendlichen Surfstreifzügen vor die Maus oder in den Sinn kommt. Internetjäger und Sammler wie er könnten vielleicht X-Files gebrauchen. Damit kann man eine Rechner-zu-Rechner-Verbindung zu anderen Usern aufbauen und große Dateien direkt vom Browser zu Browser schicken. Mit DoShare geht das übrigens auch. War bei unseren Tests zwar etwas langsamer, bietet dafür aber noch einen Passwortschutz und eine integrierte Chatfunktion. Falls ihr übrigens zu den Menschen gehört, die es nie aufs Oktoberfest schaffen, weil sie zu weit im Norden wohnen, dann müsst ihr euch jetzt nicht mehr grämen. Denn seit kurzem gibt es auch in eurer Nähe so ein Mega-Event. Die dänische Meisterschaft im Hasenhüpfen. Nächstes Jahr seid ihr doch sicher dabei, wenn wieder in 4 Disziplinen die sprungstärksten Rammler gesucht werden, die sich vor den Augen des atemlosen Publikums kängurugleich durch die Luft katapultieren. Ja, unglaublich, wie gerade im Tiersport der Begriff Hochspannung immer wieder neu definiert wird. Das war Ehrensenf, ich bin Janine und tschüss. So, ich fahre jetzt auch aufs Oktoberfest. Nein, keine Sorge, ich werde Maß halten.